Bei RTL 2 ist der Kampf der Reality-Stars ausgebrochen. Ganz, ganz, ganz wichtiges Format. Und neben den Reality-Größen wie Elena Miras, Schäfer Heinrich, wie heißt sie sonst noch? Ich weiß es auch nicht. Aber egal. Da gibt es einen sehr, sehr wichtigen neuen Kandidaten, einen neuen Star am Reality-Himmel. Und zwar ist das wohl der kleine Provinz-Influencer Enrico Elia. Und Elia ist jetzt kein Promi, sondern er hat sich für die Show beworben. Man kann sich da bewerben, ja? Und dann wird man genommen. Und was ich gut finde, er geht sehr, sehr offen mit seinem Talent um. Also ich wollte schon immer im Fernsehen sein und Reality-Star sein, wenn man das so sagen kann. Alle haben immer gesagt, was willst du denn da? So, du kannst nichts, du machst nichts. Und jetzt finde ich so, ich habe es einfach den Leuten mal gezeigt, ich habe es wirklich geschafft. Also auch mit nichts kann man es ins Fernsehen schaffen. Das ist nicht Fernsehen, das ist RTL 2. Ja? Und lieber Enrico, um sich da zu halten, muss man noch viel, viel weniger können. Ich könnte auf Anhieb mehrere Kolleginnen und Kollegen nennen, die noch weniger können, aber ich will keinen Ärger. Die sind alle bei RTL. So, und was ich sagen wollte, dieser nette Enrico Elia, er ist also jetzt der neue Reality-Star, hat sofort beim Einzug ins Strandzuhause ganz, ganz große Augen gemacht. Ich finde es komisch, dass jemand hier sein darf, der überhaupt kein Reality-Star ist. Ich weiß noch gar nicht, was ich davon halten soll. Learn to love it, Nina Christine. Krass, das sieht aus wie im Fernsehen. Das ist kein Fernsehen, das ist RTL 2. Sieht aus wie Fernsehen, klingt wie Fernsehen, es bleibt RTL 2. Und RTL 2 ist kein Fernsehen. Ist so. So. Und so. Und dann gibt es ja in den Formaten gibt's immer irgendwann Streit. Ja, es gibt dann Streit. Was? Nein, doch. Oh. Und diesmal gab es wohl Streit, weil irgendeiner der Veganerin Tessa irgendwas weggegessen hatte, was wohl nicht mehr so oft da war. Oh mein Gott. Cool. Sind das die veganen Nuggets? Nee. Nee. Doch. Vielleicht. Nein, das sind irgendwelche. Wow. Wow. Die letzte Packung vegane Nuggets. Nein. Ja, die wollte eigentlich ich essen. Aber. Nein, ich mach doch die für uns. Okay. Was? Tessa, du wolltest doch, dass sich alle Veganer ernähren. Dieses übertriebene Drama ist einfach langsam schon ausgelutscht. Die essen gerade die dritte, letzte Packung. Was ist denn die dritte, letzte Packung? In meiner Welt gibt es eine letzte Packung und du hast noch ganz viele Packungen. Aber was ist die dritte, letzte Packung? Ich kriege ja keine feuchten Handinnenflächen, wenn ich die dritte, letzte Packung Chips noch vor mir habe. Dann habe ich noch drei Packungen Chips. Was ist die dritte, letzte Packung? Ihr nehmt das so hin. Ja, ich kenne nur Menschen, ja, die sonst nur mit dem Rauchen aufhören wollen. Und die sagen dann, ja, das ist die dritte, letzte Packung, die ich gleich rauchen werde. Viel schlimmer, ja, da will einmal ein Model was essen und dann sowas. Ja, gut, was anderes. Einer von Enricos Mitbewohnern ist übrigens Jan Laik. Wer ihn nicht kennt, Jan Laik, Ex-Laiendarsteller, Ex-Teilzeit-DJ und fast bekannter Designer. Also eigentlich der männliche Julia Siegel. Der ist auch mit von der Partie und er ist ein Mann der klaren Worte. Digga, soll ich dir mal was sagen, über was ich nachgedacht habe? Meine Damen und Herren, ein kleines Gewinnspiel. Worüber hat der Künstler und Schöngeist Jan Laik in dieser Situation wohl nachgedacht? War es A, Penis in Vagina zählt? Oder vielleicht B, RTL 2 ist kein Fernsehen? Oder aber C, Brot? Oder sagt der Schuft in dieser Situation vielleicht doch was ganz anderes? Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Hier kommt die Auflösung. Soll ich dir mal was sagen, über was ich nachgedacht habe?
wenn man jetzt hier bis zum Schluss bleibt, ne? Dann heißt das auch fast 4 Wochen kein Gewichs oder Gebums. Ja. 4 Wochen kein Gewichs und kein Gebums. Alter, da bist du echt gefickt. 4 Wochen. Mann, ey. Ich sage Ihnen eins, bei 4 Wochen kein Gewichs und kein Gebums, dann müsste RTL 2 den Sender aber dicht machen. Und ich sage hier extra Sender und nicht Fernsehsender. Weil RTL 2 ist kein Fernsehen. Punkt. Ich finde, da sollte man ein Schild draus machen. Habe ich auch schon mal gemacht, oder? Was halten Sie von dem Schild? Hänge ich mir gleich auf. Kommt an unsere Wand. Und sollten Sie sich gerade zu Hause fragen, ja, warum zeigt ihr denn dann die ganze Zeit RTL 2? Ja, weil wir sonst nur gute Sachen hätten. Deshalb. Bei Jan Like geht es aber auch noch weiter. Jan Like verrät uns noch ein Geheimnis. Und zwar, normalerweise redet ja man in meiner Branche nicht über Gagen. Aber hey, was ist an Jan Like schon normal? Niemand fliegt hier raus, so wahr ich hier stehe. Und sollte einer rausfliegen, nur wegen dieser Sanduhr, Heinrich, kriegst du meine gesamte Gage. Meine gesamte Gage. Und die ist die höchste von allen hier, glaub mir. Ich glaube, eine Stunde später hat Dunja Halle... Oh Mann. Ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung. Uff, noch mal gut gegangen. Es war ganz knapp. Es war so knapp. Ja. Die ganze Gage. Dunja Hayali hat, glaube ich, eine Stunde später gesagt, das ist doch gar nicht so viel. Ich glaube, bei der Riesengage, spätestens da ist Boris Becker hellhörig geworden. Was? Da gibt es so viel Gage. Und dann, das fand ich auch interessant, als dann umgeschnitten wurde zu den anderen Kandidaten, ja, das war der Moment, in dem Schäfer Heinrich gedacht hat, und genau das hat Schäfer Heinrich in dem Moment gedacht. Das war's. Ja, das kriegen viele nicht mit. Meine Damen und Herren, wenn Sie mal sehen wollen, wie sich richtige Stars bekämpfen, dann habe ich dann wirklich einen super Tipp für Sie. Schlag den Star mit Materia gegen Frederik Lau diesen Samstag um 20.15 Uhr hier auf Pro7. Ja, das ist ein echter Kampf. Das klingt sofort nach einem perfekten Fernsehabend. Da fehlt eigentlich nur noch was zu essen. Wer hat Bock auf was zu essen? Wer hat? Hier oben, hier. Gregor, wir haben uns doch so schön unterhalten vorhin. Hast du Bock auf was zu essen? Nee, aber ich brauche eine Lampe. Du brauchst eine Lampe? Ja, gut, ja. Ja, das ist doch gar kein Problem. Das ist ein Fall für... Ein Kronleuchter, bitte. Bitte schön. Danke. Der ist schwerer, als ich dachte. Hier. Für dich hat Dönerman, Riesenapplaus, persönlich von Dönerman. Häng den schön ab, das ist sau schwer, das Ding. Mit LED, umweltfreundlich. Riesenapplaus! Uff, nochmal gut gegangen.